Hallo, ihr da draußen. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, und ich finde, der ist super auch geeignet für Leute über 40, dann würde ich sagen, ihr bleibt mal dran. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich liebe diesen Lippenstift. Oh mein Gott. Ja, wie versprochen möchte ich heute mal ein Make-up machen mit den Sachen, die ich von der lieben Claudia geschickt bekommen habe. Dieses Monster-Paket. Ich verlinke euch dieses Video nochmal unten, falls ihr viel Zeit habt, weil ich brauchte wirklich viel Zeit für dieses Video. Und daher, ja, weil da so tolle Sachen drin waren, habe ich gedacht, da musst du ein Schminki machen mit. Und das habe ich gefragt und viele haben gesagt, ja, die würden sich freuen. Und ich hoffe, das wird nicht so lange dauern. Vielleicht spule ich einiges vor oder ihr seht bloß ein Auge, wie ich das schminke. Mal sehen. Ja. Ich muss meine Haare aus dem Gesicht machen. So, dann fange ich einfach mal an. Oh, jetzt sehe ich wieder alles. Die Claudia hatte mir diese BB-Cream geschickt. Von Astor, aber die ist mir leider zu hell. Und deswegen mische ich mir die jetzt. Nehme ich ein bisschen auf meinen Handrücken. Und dann habe ich ja noch ein tolles Make-up von meiner besten Freundin. Von meiner Gisela geschenkt bekommen. Und zwar dieses hier. Das Coole daran ist, also oben hat das Ding, das finde ich irgendwie irre, hat jetzt so eine Art Spiegel. Und hier drin war bestimmt irgendwie ein Schwämmchen oder sowas, weiß ich nicht. Aber das Coole an dem Teil ist, das hat so ein Paddel hier drin. Und das mische ich mir jetzt mit dieser BB-Cream. Dann nehme ich meinen Beauty-Blender, der frisch gewaschene. Jetzt mische ich das erstmal mit der Hand ein bisschen, mit dem Finger meine ich. Ja. Und verteile das. So, so habe ich es verteilt. Und es ist jetzt nicht unbedingt, dass man das so zugebappt hat, das Gesicht. Man sieht schon noch meine leichten Äderchen. Und so, aber das ist für mich, ist das persönlich total in Ordnung. So, jetzt reinige ich meine Augenbrauen. Also ich nehme auf jeden Fall auch Sachen, die von mir sind. Dazu ist ja wohl klar. Achso, ich putze immer noch vorher meine Augenlider ab. Also ich mache die Art fettfrei, weil ich puder die nicht ab. Dadurch habe ich noch nie Probleme gehabt, dass ich das Lidschatten bei mir nicht gehalten hat. Ich mache das schon mein Leben lang so, dass ich die, ja, entfette. So auf diese Art. So, jetzt nehme ich meine Adeko Lidschattenbase, weil in dessen, wo ich meine Augenbrauen nämlich jetzt gleich mache, kann die Lidschattenbase einwirken. Ich nehme immer eine Lidschattenbase, ob ich jetzt also diese Gel-Lidschatten nehme oder sonst jetzt. Nee. Für mich ist jetzt Sonntag. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, heute noch hochzuladen oder ihr seht es Montag. Ich weiß es nicht. Es steht noch eine Sterne.
So, und jetzt mache ich meine Augenbrauen. Dazu nehme ich wieder von La Cura. Der wird immer kleiner. Und das ist, glaube ich, das letzte Mal, wo ich ihn jetzt anspitzen konnte. Aber die Mutti hat ja noch. Dann lege ich mal los. Ich könnte euch vielleicht ein bisschen näher ranholen. Ups, Entschuldigung. Ein bisschen näher ranholen. Das bringt euch auch nicht viel. Wohl dem, der... Na, so geht's schon besser. Ich ziehe eigentlich nur ein bisschen die Form nach. So, und dann gehe ich mit meinem, ich liebe das von P2, So. Erledigt. Ich habe mir überlegt, ich werde mir von der Claudia die zur Eva-Palette nehmen. Und dann hatte mir ja die Claudia noch dazu gepackt und das war, da war ich ja echt geflasht. Die von P2, wo ich wirklich erstaunt war, wie toll die pigmentiert ist. Wahnsinn. So, habe ich jetzt alle Pinsel hier parat? Ja. Ich nehme mir so einen von Ebelin, so einen Pinsel. Und suche mir erstmal eine Farbe aus, und zwar diese hier. Da gehe ich in meinem Bogen hier oben. Das wird bestimmt jetzt erstmal ein schlichtes Make-up werden. Aber heute ist ja auch Sonntag und deswegen reicht es mir auch aus. Ich muss mich mal gerade hinsetzen, damit ich das besser sehe. Ich hoffe, ihr seht auch ein bisschen was. Oder ist ein bisschen. Oh doch, das sieht man. Ehrlich, wenn ihr wisst, wenn ihr selber Videos filme, ja, es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, ich drehe einen Film. Bin ich beim Filmset? Nein, ich drehe Videos. Finde ich ganz schlimm. Die denken mal wahrscheinlich, die sind irgendwie ein Star oder irgendwas, ich weiß es nicht. So, und jetzt kommt die zum Einsatz. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich mache. Ich habe da jetzt keinen Plan oder irgendwas, weil anders wäre, wenn ich jetzt wüsste, ich will jetzt raus in eine Stadt oder irgendwas und zieh die und die Klamotten an. Ne? Ich nehme mal jetzt diesen Goldton, diesen dort, und gehe mit so einem, ist das auch Ebelin? Nee, Essenspinselin. Den gebe ich mir jetzt nur auf die Kugel. Oh, die sind so hammerpigmentiert, ja. Boah. Ist der Wahnsinn, oder? Ist echt der Wahnsinn. Oh. Jetzt, Liebling, der denkt noch, ich habe heute noch was vor. Bin noch weg irgendwie. Da ist dieser schöne Ton hier drin. Ach, den nehme ich jetzt auch noch. Ich nehme schön viel Farben, ob das nun passt oder nicht. Denn wenn ja so manche Make-up-Artist, die sich so schimpfen und immer gleich aussehen, werden wir jetzt bestimmt aufschreien. Das passt ja überhaupt nicht.
Ist mir so weit vom Boogie. Ich will jetzt Farben sehen und fertig. Leute, das ist so schwer über den Spiegel, wenn du schon so blind bist. Und dennoch euch das zeigen. Aber ich liebe das ja selber so. Wenn ich das alles so schön nah sehe. Also muss ich mir auch Mühe geben. Dem hier recht zu werden. Oh, das sieht man aber gut. So, und jetzt nehme ich mir aber Matten. Wieder aus dieser schönen Zoeva-Palette. Oh, ich freue mich so sehr, ey. Und dann kommt jetzt auch von der, wenn ich ihn gleich finden würde. Ich grüße hiermit alle Blinden oder fast Blinden, die auch irgendwie das nicht richtig sehen. Ich möchte euch ja nicht wieder so lange aufhalten. Obwohl viele sagen immer, ich soll schön lange Videos machen. Also den hatte ich mir ja auch mal geholt, den von Evelyn, ich mag ja diese Katzenform. Wo ist denn der von Claudia? Der ist da auch irgendwo drin, aber das sehe ich wieder mal nicht. Ah, nee. Ich nehme den von Claudia. Diesen habe ich von Claudia bekommen. Und da gehe ich jetzt mal in einem helleren Ton. Und zwar in... Nee, ich nehme mal den hier unten. Und damit mache ich meinen vorderen Teil ein bisschen heller. Mich mal wissen, was das für ein Pinsel überhaupt ist. Da steht kein Name oder Bezeichnung drauf. Sieht man den überhaupt? Doch. Ich könnte aber auch... Nee, der glitzert mir zu doll. Oh, ist das geil, so eine Farbauswahl. Doch, ich könnte ja hier oben... Ups. Ich gehe mal in den darin. Ja, das ist nicht ganz so hell und... ist ein bisschen weicher. Der Ton. Prima. Schrubbel, schrubbel im Dutt-Ding. Jetzt nehme ich mir diesen Pinsel, der ist von Look Up Pieper oder so ähnlich. Und gehe hier oben in diesen ziemlich dunklen Braun drin. Und schaue mal, was sich da tut. Ich bin gespannt, was jetzt hier rauskommt. Aber ich möchte noch irgendwas unbedingt ausprobieren. Oh, ich hätte den Mac nehmen sollen. Anusial Mike. Angefangen. Wird mein nächstes Schminki. So. Und was ich sonst nie mache und was ich auch überhaupt nicht... Also sagen wir mal so, ich muss mich damit erst anfreunden. Ist in diesem Art Schimmerton, in dem weißen, und das gebe ich mir mal, oder bin ich ja gespannt, in den Innenwinkel. Ich mag ja immer nicht dieses Glitzer bei mir. Bei anderen finde ich das schön, aber bei mir finde ich das nicht schön. Irgendwie sieht das bei mir mal aus, als wenn ich... Wie ihr wollt und konnt nicht. Naja. Ja, irgendwie finde ich das. Na, vielleicht ist das noch nicht, weil man noch nicht fertig ist, ne? So, und jetzt muss ich. Achso. Muss ich wieder aufmachen? Also, die P2 ist gut verschlossen, muss ich sagen.
Jetzt nehme ich mir einen abgeschrägten Pinsel. Erstmal muss ich meinen Bein. Oh, so. Schon wieder im Schrank gebufft. Jetzt gehe ich nochmal in diesen Braunton mit dem abgeschrägten Pinsel und trage mir den unteren Wimpernkranz auf. Oh, die hat mir so eine tolle Sachen geschickt, ja. Also die ganzen Tage habe ich hier irgendwas ausprobiert. Ja, alles noch schön verpuschelt. So. Und jetzt nehme ich mir von der Claudia, die fand ich ganz klasse. Muss ich mal kurz die zu Eva hier rüberstellen. Und zwar diesen hier. Also da bin ich neugierig, da bin ich noch nicht zugekommen, den zu probieren. Das ist ein ganz komisches Schwarz. Und da gehe ich jetzt mal rein. Also den konnte ich echt noch nicht ausprobieren. Und den setze ich mir jetzt mal ganz hinten hin. Also dieser Goldton, den mag ich ja total gerne. Das ist ein schönes Schwarz. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich kriege Angst, wenn ich das auftrage. Nee, das ist schön. Und dann nehme ich mir wieder den abgeschrägten, den ich vorhin schon hatte, und gehe auch nochmal in den Schwarz. Und trage mir den nur hier außen unter meinem Wimpernkranz. Bis zur Hälfte ungefähr. Der ist richtig toll, also. Ja. Ich könnte ja... Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Mein Wimpernkranz damit ein bisschen verdichten hier oben. Also dieser Eyeliner, ich habe ja so einen Eyeliner-Pinsel von zu Eva gekriegt, von der Claudia. Der ist auch schon so ein Schätzchen von mir. Der ist so Hammer. Der ist so abgeknickt und deswegen komme ich damit so gut klar. Oh, ist das schön. Also das gefällt mir. Ich mag diesen Goldton. Bin ich echt geflasht, ey. So, und jetzt gehe ich mit meinem Red and Right, den nehme ich jetzt mal dazu. Ich habe jetzt eine Monobox, oh, ist das geil, ey. Und die stehen so schön, da kann ich immer schön so Blätter. Ach, ich glaube, ihr liebt auch alle Schminki, oder? So, und dann nehme ich jetzt den Pinsel, den hat mir mal die Theresa geschenkt. Von Ebelin, das war so ein Satz. Und gehe in mein Red and Right. Wir waren jetzt nochmal... Baum Vanille oder so. Und verblende mir das nochmal ein bisschen hier oben. Ich liebe das. Ich liebe das ohne Ende. Welchen hatte ich denn da vorhin? Oh. Nee, du warst... hier. Oder? Ja. Ich gehe nochmal hier ein bisschen ins Dunklere. Weil irgendwie kommt mir das so vor, als wenn ich...
Tupfen. Ich finde, mit Tupfen erreicht man manchmal mehr als wie mit Reiben. Da habe ich bei der Sweet Jasmin Baby mal gesehen. Und die Idee fand ich ganz gut. Oh, ich finde das so Hammer. So, und jetzt gehe ich nochmal in diesem von P2, dieses da oben. Oh, die ist echt toll verschlossen. Und intensiviere das nochmal, das Rot hier. Ich finde das so hübsch. Das ist eine wunderschöne Palette. Also ich muss aber zugeben, ich hätte mir die wahrscheinlich im Laden nie angeguckt. Oh, herrlich, oder? Oh, ich liebe das. So, und jetzt kommen wir nochmal mit zu Eva-Pinsel. Gehe ich jetzt nochmal in Bonbon Vanille oder so ähnlich. Ja, und pfeife hier nochmal rüber. Ich habe mir einen ernst irren Lippenstift ausgesucht, weil ich von dem so begeistert und happy bin, ey. Oh, der passt vielleicht überhaupt nicht hierzu, weil es mir auch so weit von scheißegal. Und jetzt verpusche ich nochmal meinen unteren Wimpernkranz. Ein bisschen rauchiger aussieht. Was mich mal interessieren würde, mischt ihr euch auch manchmal so Foundation, weil das nicht so euer Farbton ist? Ich habe ja diese hammermäßige Pigmentierungsstörung, also hier, die sieht man ja auch hier. Und die habe ich auch im Gesicht. Und da war ich ja damals schon zur Kosmetikerin und wegen Camouflage damals und irgendwas. Aber die konnte mir auch nicht helfen, weil ich habe einen ganz komischen Unterton an Hautfarbe. Aber ich habe es, glaube ich, jetzt halbwegs hingekriegt. So, jetzt gehe ich wie immer mit meinen kleinen Süßen von Astor, diesen wasserfesten, obwohl ich den von Trendet ab, den könnte ich eigentlich auch nehmen. Naja, ist egal. Und damit verdichte ich hier immer meinen Wimpernkranz. Ja. Oh, ich finde das richtig klasse. Ich wackel bestimmt wie eine Irre wieder. So, jedenfalls, ach, ich mache weiter. Jetzt nehme ich mir die von Max Factor, die 50. Und das ist ja eigentlich mein Concealer. Ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Concealer für mich gefunden. Und den verstreiche ich mit diesem schönen Pinsel. Aber mit dem Zeug komme ich am besten klar, weil sich das auch nicht so in meine Falten drin sitzt. Nee, Linien. Ist auch ein schöner Farbton, muss ich sagen. So, und jetzt gehe ich wieder mit meinem Beauty Blender noch den Rest. So. Nun hat sich das mit dem Glitter da vorne irgendwie auch erledigt. Aber ich mag das Zeug. Blinkt der Rad? Nee. Vielleicht. Ach nee, das Zeug gibt es ja nun leider nicht mehr. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das für manchen, der ein älteres Häutchen hat, auch eine gute Info mit diesem. Mit dieser BB-Cream. Ist das eine BB-Cream? Ja. CC-Cream sogar, ja, stimmt.
Also ich habe mal gehört und auch gelesen, eine Sissy Cream ist wieder für ältere Häutchen oder für trockene Häutchen besser wie eine BB Cream. Ja. Und jetzt gehe ich wieder mit meinem Beauty Blender. So. Also ich finde es toll. Wenn so Wimpern noch nicht geschminkt, ach Mensch, getuscht, dann sieht das Auge noch irgendwie doof aus. So, und jetzt zoome ich euch erstmal ein bisschen raus wieder, weil das, was ich jetzt tue, könntet ihr auch so sehen. Und ich muss gestehen, ups, Entschuldigung, ich muss jetzt mal rübergreifen. Ich nehme wieder mein Dings hier, mein Lieblingspuder. Das habe ich von der Moldavit. Also den Highlighter, den ich von der Claudia gekriegt habe, der ist auch der Burner. Und den gebe ich mir jetzt erstmal nur. Um nicht ganz so kalkig auszusehen. Und der Duft, ja. Oh. Und der Duft ist der Burner. So, nun geht's weiter. Also ich tusche ja meine Wimpern immer erst zum Schluss. Jetzt werde ich mal ein bisschen konturieren. Und dann nehme ich heute diesen. Den habe ich auch von der Moldavit. Der ist von Catrice. Aber soweit ich weiß, gibt es den wohl nicht mehr. Und den streiche ich immer so und so. Für mich für jede Seite. Und da gehe ich nur ein ganz bisschen. Und den Rest nehme ich immer noch fürs Kinn. So, und da ich ja sehr, sehr kurze Haare habe, gehe ich hier oben noch hin. Und nun konturiere ich noch meine Nase. Das sieht jetzt im... Also in der Kamera sieht es aus, wenn ich Oberblush wäre. Ist es aber nicht. Ob er glaubt oder nicht, aber ich habe hier nebenbei noch ein Video zu laufen. Zum Angucken. So nebenbei. Ich brauche sowas. Irgendwas muss immer flackern oder irgendwie. Ist das schön. Ich nehme heute auch mal Schimmerperlen von Claudia. So, und jetzt gehe ich noch mal kurz hier rüber mit diesem schönen, den habe ich mal von der Susanne geschickt gekriegt. Oh, da habe ich mich auch so gefreut. Also den benutze ich jeden Tag. Jeden Tag. Könnte ich ja schon mal highlighten, und zwar will ich heute wirklich, ich habe die ja erst bekommen von der Claudia, Kaviar von Catrice,
Schimmerperlen. Oh, der Deckel. Da ist aber noch so eine Schutzfolie. Und die riechen wirklich. Und dazu nehme ich heute mal dieses Pinselchen. Also stauben tun die wie Hanna. Oh, die haben ja echt was drauf. Oh, ho, ho, ho. Aber das ist ein schöner. Die leuchtet, wa? Ich bin nun mal mein Lieblingssonnenschein und der kann ja nur strahlen. So. Ich finde die toll, aber ich glaube, die verbraucht man nie. Im Leben nicht. Ich habe schon erst überlegt, ob ich nicht jemandem da ein paar Kugeln abgebe in einer anderen Dose. Wäre eigentlich auch mal verschönert, oder? Die verbraucht man noch nie. Ich habe ja nämlich immer ganz liebe Menschen, die immer für mich da waren. Und da gebe ich denen schon gerne was ab. Sehr gerne sogar was ab. So, und nu? Ach so. Oh, ich hoffe, das wackelt nicht alle zu doll für euch. Jetzt nehme ich diesen Highlighter. Naja, ihr wisst schon, Stift. Ich kann ja mal schon mal meine Wimperntusche rausholen. Nee, die ist nicht da. Ja, heute habe ich mal Bock auf. Ich habe so eine schöne Sachen geschickt, die kriegt ihr, ey. Oh, das kann man sich ja nicht alles auf einmal ranballern. So, und jetzt gehe ich nochmal kurz unter meinem Augenbrauenbogen um die, an die höchste Stelle. Und mit einem No-Name-Katzendings, den benutze ich ja auch immer. Geht ihr auch schon mal ein bisschen mehr auffällig, Augen-Make-up auch einkaufen und so? Jetzt nochmal zum Bäcker oder so? Ich ja. Jetzt betone ich die Dinger. Ich hatte mal gefragt, wie die heißen. Und da hat mir jemand geantwortet. Ich grüße dich mal jetzt lieb. Ich habe es wieder vergessen. Ich wollte mir das aufschreiben, mal hierher kleben, damit ich immer auf die Kacke holen kann. Doch, ich, mir fällt das so. Ah, jetzt fällt mir ein. Ich wollte mich erstmal bei euch allen bedanken, weil ich bin über die 1000er Abonnenten. Ja, also würde euch demnächst was erwarten. Aber ich sage nicht wann, wo da drin ist oder sonst was. Auf jeden Fall muss da was kommen. Ja. Oh, jetzt kribbelt mir die Nase. So. Jetzt habe ich Bock auf Rouge und die hat mir so eine tollen. Ach, Rouge. Blush. Ja, ist auch Rouge. Hier schickt. Oh, ich könnte alles Mögliche nehmen. Aber ey, Leute, ich muss. Ich habe ein ganz großes Liebling. Das ist der hier. Und ich finde auch den total Hammer. Und ich habe ja so viel von Sleek und diesen Rose Gold. Aber ich glaube, ich glänze jetzt schon genug. Und deswegen habe ich mich jetzt für. Oh, das ist ein Haar hier irgendwie. Für den entschieden. Oh, da freue ich mich so dermaßen. Weil das ist so eine irre Farbe. Guck mal, von diesem dunkleren so. Und das gemischt zusammen. Er gibt so eine schöne, so einen schönen Ton, ja. Oh. Holly Waldfee. Dazu nehme ich von BH Kosmetik und Pfeift da mal rein. Ich gehe mal so von beiden Seiten überall rein. Jetzt muss ich meinen Spiegel wieder umdrehen.
Oh, ich finde diese Farbe ist so eine schöne Farbe, ey. Hey, Claudia, da hast du mir eine Monsterfreude mit gemacht. Also draußen haben wir echt scheiß Wetter heute. Das ist richtig komisch jetzt vom Licht, jetzt für mich jetzt zum Bepinseln hier. Oh. Auch wenn ich jetzt für euch Oberblasch bin, ist mir das auch egal, weil das ist hier in der Natur ja nicht so. Aber was ich echt cool finde, ist meine hammerglänzende Nasenspitze. So, und dann kommt der wieder im Einsatz. Ah, den müsste ich jetzt waschen, aber ich habe ja einen schönen neuen gekriegt von der Claudia, von Evelyn. Dann kann der in Ruhe trocknen und dann benutze ich den anderen Kabuki. Jo. Jetzt könnte ich... Ne, jetzt pinsel ich meine Wimpern erstmal an. Dazu brauche ich natürlich selber meinen Vergrößerungsspiegel. Und nehme heute die Miss Manga Punky. Das ist ein schwieriges Geschoss, aber... Manche Tage habe ich da so monstermäßig Bock drauf. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat so ein komisches Bürstchen und die ist echt satt. Aber ich benutze die heute mal. Achso, da muss ich schon mal parat legen. Ich kämme die mal noch schnell noch nach mit so einem Kämmchen hier. Weil die gibt echt Monsterfarbe ab. Ja, da müsst ihr mal... Und gleich hinterher weil sonst ist das alles so verklebt. Na, unten würde ich lieber eine andere nehmen, ja. Und jetzt die andere Seite. Und gleich wieder mit dem Kämmchen, aber die hat so schön viel Farbe. Und wenn man mit so einem Kämmchen danach geht, ist das einfach toll. Oh ja. Zeige ich euch erstmal meine Wimpern oben jetzt. Ja. Und jetzt male ich mir die unten an. Aber dazu werde ich jetzt auf jeden Fall eine andere benutzen. Und zwar, jetzt wackel ich wahrscheinlich nochmal. Diese hier. Von P2. Die finde ich total klasse, weil die ein schönes Bürstchen hat. Da brauchst du keinen Schiss haben, dass sie irgendwo so ein Tannenbaum. Und deswegen nehme ich die auch gerne für unten. Vorne mal kurz abtupsen, damit die nicht. So, die Wimpern sind bepinselt. Muss ich mal kicken. Jetzt nehme ich mal kurz meinen Zauberstift. Wenn hier so kleine Pünktchen sind, die wollen wir ja nicht haben. Perfekt. Oh, dieser Stift, ey, ist echt Gold wert. Jetzt gehe ich hier nochmal und mache das ein bisschen weicher.
Ja, dann könnte ich mir jetzt schon mal die Lippen bepinseln. Dort habe ich mir rausgesucht von Avon, den habe ich schon zig Jahre. Weil ich habe mir einen Lippenstift rausgesucht, da habe ich noch keinen Konturenstift für, weil das so eine krasse Farbe ist. Andere würden jetzt wahrscheinlich einen Nude-Ton nehmen, ich nicht. So, der Rand ist gesetzt und jetzt komme ich zu dem schönen, oh, ich liebe den. Da passt nämlich der Schal, den Claudia May strickt dazu. Von Kiko ist das die 37. Leute, das ist so ein Backton, ich finde den so hammer. Ich finde den so schön. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vor Farben. Und so ist es auch. Oh, ich finde den so irre. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Afrani Sonnenschein. Ja. Und das ist mein passender Lippenstift dazu. Also ich finde es so ganz gut. Ich denke mal, ich bin noch fertig. Zum Schluss mache ich ja gerne noch machen wir das mal. Erstens ist es erfrischend. Oh, ich finde diesen. Oh, ich liebe diesen Lippenstift. So, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich für eure Geduld wieder mal und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und jetzt kommt mein Spruch. Erstmal danke, liebe Claudia, aber wir tickern ja immer noch und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag oder eine gute Nacht oder guten Morgen. Jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen.